So, kommen wir zum nächsten. Hatte ich vorhin schon gezeigt. Hier sind die süßen Pfosten. Die haben auch schon Entlastungsbohrungen drin. Die hat das Gläuschen schon vorher reingemacht. Auch hier hinter dem Ding ist auch noch eine. Da mache ich jetzt erstmal die Kappen drauf. Die hefte ich mit Wick dran. Und dann werde ich den oberen, den Untergurt, das alles schon mal vorbereiten und dann werde ich da gleich das erste Geländer zusammenbauen. So seid ihr praktisch jetzt vom Grund auf mit dabei, naja okay, bis auf das Bohren, aber wenn ihr mal im Hintergrund geguckt habt bei den letzten Videos, da habt ihr den grauhaarigen Mann ja rumeiern sehen und rummachen sehen und der hat da praktisch das gerade vorbereitet. So. Dann bauen wir mal in die Zeit rein. Also, die Breite stelle ich jetzt schon mal hier ein von dem zweiten Gurt. Da will ich auch übrigens später noch mal einen Tisch bauen. Und zwar, wo das hier auf mehr oder weniger einer Schiene ruht und ich da Anschläge so verstellen kann, um dann immer möglichst schnell Geländer bauen zu können. Ja, das ist so das, wo das schwebt mir schon die ganze Zeit so im Kopf vor. Wie ich das umsetze, weiß ich noch nicht, ob ich das so richtig krass auf Linearschienen oder auf Linearführungen mache oder ob ich das einfach nur so ein Rohr, das ich im Rohr hin und her schieben kann, mache. Das weiß ich noch nicht. Eingestellt, die Tiefe des Ganzen. Oh, ich muss die Kamera einfach mal nach rechts rüberstellen, oder? Das wäre besser. Und jetzt kann ich hier zwischen mein Geländer. Den ersten Rahmen müssen wir natürlich sowieso erstmal so trocken aufbauen. Und klopfe ich die ab, weil da überall Späne dran sind. Dazwischen kommt, da werde ich was unterpacken müssen, weil die sind 50 und die anderen sind 40. Das heißt, da kommt noch 5 mm Klopfholz gleich drunter, damit der ein bisschen hochkommt. Die werde ich dann gleich abschweißen. Also von der Entfernung passt das alles ganz gut. Das können wir so verwenden. Das heißt, ich werde jetzt die erstmal schweißen. Die Abdeckung. Deckel und dann machen wir weiter. Oh.
Kamera geholt. Also, Anschläge habe ich wieder fertig gemacht. Sieht man da ja auch. Da und da. Damit habe ich wieder einen rechten Winkel. Ich habe die, hab die Diagonale auf Millimeter genau eingestellt und dann erst die Teile angeschweißt. Hier vorne, die habe ich ja sowieso schon immer dran gehabt, die Anschläge. Ja, und damit ist schon die nächste Vorrichtung wieder fertig. Ja. Und da bauen wir jetzt die drei Geländer mit. So, und wenn wir die gebaut haben, so, das ist alles fein. Ja, dann können wir ohne Probleme alle mitbauen, auch das lange, da ist ja ein etwas längeres bei, und das machen wir einfach fertig und gut. Ja. Ja, ich bin manchmal etwas überbelichtet, man darf sich da nicht wundern. Das hängt damit zusammen, dass ich hier ja die Belichtungszeit muss ich fixen, weil sonst flimmert, habt ihr ja diese komischen Balken da immer drin. Nicht wundern, ne? Das ist halt so bei der Laberbacke. Gut. Bauen wir weiter. Gibt es noch irgendwas zu beantworten? Nee, doch. Okay, hier. Die Löcher sollte man schon so machen, dass die immer auf einer Seite sind. Das sieht so ein Scheiß aus. Sonst hat man auf der Sichtseite dieses Loch und das will man ja nicht. Soll ja mal nach innen rein sein. Soll von außen ja schön aussehen. Gut. Jetzt aber. So, ich habe das mittlerweile ja alles ausgerechnet. So, und wir haben noch eine Anzeigenhilfe. Aber kennt ihr ja alle schon, habe ich alles schon gemacht. Kommen da mal Füllstäbe hin. So, also die Füllstäbe, das geht so mit dem Ding da drunter nicht. Das reicht nicht ganz. Ich muss es da jetzt noch 2 mm Holzklötze drauflegen, weil sonst komme ich nicht in die Mitte. So. Das war auch kein Problem. Das ist eine simple Rechenaufgabe und dann würden wir das jetzt gleich einfach machen. Ja. Dann die Füllstäbe anschweißen. Und jetzt, das ist immer der Witz, der erste zum Vorbereiten dauert immer lange und dann die nächsten, das geht. Und dann ist das alles fertig, wenn man einmal weiß, wie das geht. Man muss dann nur das im Kopf haben. Den ersten musst du ausarbeiten. Die Batterie ist, glaube ich, auch alle. Ich meine, die war eben noch 9%. Vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen Timelapse mitmachen, mal sehen. Also, da flimmert das Handy. Ist mir jetzt egal, ihr könnt die Zahl sehen. Ich habe das jetzt gemessen, das sind 2715. Da habe ich links und rechts einmal den Pfosten. Das ist minus 60, sind zwei 30er Pfosten. So, dann haben wir die 2655 und die müssen wir jetzt mal eben geteilt durch 120, weil breiter als 120 dürfen wir nicht. Das heißt, wir haben hier jetzt 22,125 Füllstäbe. Das geht natürlich nicht.
Also geben wir erstmal die 22, sagen wir also 22 Stück, haben wir einen Abstand von 120, Achse, Achse. Das ist okay. Da können wir mit leben. Die können wir auch so bauen. Weil da passt ein Kinderkopf nicht zwischen. Weil die Füllstäbe sind ja 12 mm und wenn du dann 120 hast, passt das auch. Mit dem Randabstand passt das halt dann auch. Ja, würde ich sagen, machen wir so. Damit sind alle Geländer soweit fertig. Ich habe jetzt hier den so aufgespannt. Und jetzt kommt hier oben noch der Handlauf drauf. Das ist das Rohr, was da hinten steht. Das ist so ein 44er. Schon ein dicker Brummer. Der kommt oben drauf. Wird dreimal abgefangen. Da muss ich jetzt noch mal eben ein Stäbchen versehen. Also hier einer, dann hier in der Mitte einer. Das rechnet gleich noch aus, wo der hinkommt. Und hier außen wieder einer. Da kommen die hin. Und der Handlauf oben drauf. Und das mache ich auch mit Wick dann. Also das wird dann mit Wick geschweißt. Alles andere ist jetzt mit Mack. Das habe ich jetzt soweit fertig. Sieht man ja auch. Ist ja unverkennbar gewesen. Ne? Aber mit Mack geschweißt. Hier die Kielnähte in der Ecke. Da oben. Und da hinten ist auch noch eine. Zeigen. Oder heult der Akku stand gerade wieder rum. Ja. Ne? Und da machen wir dann gleich das Ding da drauf. Und ja. Dann sind die auch schon fast fertig. Ja. Ist aber auch gleich schon wieder fast Feierabend. Soll man ja kaum glauben. Ne? Man braucht dann doch ein bisschen länger für, als man denkt. Ja. Muss aber auch dazu sagen, heute gab es lecker Miam-Miam hier auf dem Hof. Ne? Hat jemand, wir sind da einige hinten, da sind sie am Bauen, auch in unserer eventuell neuen Heimat, machen die gerade draußen die Fassade und so. Und da hat heute einer Erbsensuppe mitgebracht. Alter, aber was für eine Erbsensuppe. Also Hausmannskost ist schon immer schick. Aber das war eine top Erbsensuppe, Alter. Die war mega lecker. Also ich würde sagen, einer der leckersten, die ich hier gegessen habe. Schön mit Speck und so drin. War schon geil. So. Meine Stümpelsägen. Weiter geht's. So, jetzt habe ich das erstmal ein bisschen noch vorbereitet. Für morgen. Jetzt muss ich die Stöpsel, die oben rankommen, damit ich oben nachher den Handlauf drauf machen kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ne? Lasst einen Daumen da, wenn ihr mögt, und abonniert mich gerne, wenn ihr das ganz gut findet, was ich mache. Bis zum nächsten Mal. RC-Autos oder fliegen mit Drohnen durch die Gegend und es gibt HDO. HDO spielt mit großen RC-Autos. Nahezu panzerartig. Um mal eben zu erklären, was er da macht. Das ist eine Brechanlage, die er jetzt gerade sauber macht und dann gleich verlädt. Man kann nur langsam fahren.
nach Pferdesteuerung. I love it. Ich finde es richtig gut. Ja, andere spielen ja mit Drohnen oder mit kleinen ferngesteuerten Autos. Er hat eine ferngesteuerte Brechmaschine. Das ist auch was Schönes. Der Name ist vor allem geil. Impactor 250 Evo. Oder Impactor 250 Evo. Uiuiuiui. Was du da tust. Ich hab sowas auch mal gesehen jetzt.